Hey, und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Build-Folge zu meinem Mother and Wild and Wood. Ich bin Daniel von SimFans.de und das Haus, ja, das baue ich heute weiter. Ich habe wieder fleißig kommentiert und ich muss unbedingt mal an das Dach ran, ja. Das mache ich gleich. Letztes Mal sind wir in der Küche stehen geblieben. So sieht die bisher aus. Wie gesagt, noch nicht fertig, aber ja, lang hat es gebraucht letztes Mal, bis ich die... ja, gewünschte Kombination aus Theken und Schränken gefunden hatte mit meinem Cremeton. So, ich gucke jetzt aber erstmal nach dem Dach. Oh, sieht das cool aus hier mit dem Licht, oder? Ja, das müssen wir unbedingt beibehalten, aber dieser Übergang, der stimmt noch nicht. Ne? Da müssen wir schon mal ein bisschen was noch machen. Ich würde mal sagen, ich ziehe das Dach einfach mal, ich hoffe, es ist einfach, hier so rüber. Dann packen wir da... ich hätte das schon gern verglast weiterhin, ne? Das Wäschen. Und dann haben wir da vielleicht nochmal so die Möglichkeit, hier so einen Rahmen hinzuziehen. Das wäre noch ganz gut. Der müsste dann aber auch so hoch sein wie das Dach hier, ne? Ja, mindestens. Und das hier muss dann... ne? Hier, das hier sein. So, jetzt zick nicht rum hier. Echt mal. Hallo. Ah, jetzt macht er wieder die Tapeten weg. Das habe ich nie verstanden, warum er da die Tapeten wegmacht. Okay, dann haben wir das nämlich hier mal so abgeschlossen quasi. Jetzt ist da zwar ein bisschen Schatten vor dem Fenster, was ein bisschen schade ist. Aber das ist okay so. Ja. So, dann haben wir jetzt das Dach offen. Ich würde sagen, wir ziehen das jetzt einfach mal... oh, was haben wir das ziehen wieder? Das ist immer so... don't zieh. Sonst verzieht es wieder alles, ne? Wo ist denn jetzt mein Boden? Da ist mein Boden hier. Ich hätte gern Bodengitter mal anschalten mit G. Wie Gitter. Eigentlich wie Grid aus dem Englischen. Aber zählt auch Gitter. Gitter. So, wir machen das. Scotchitter. Wir machen das mal so. Jetzt macht es mir wieder schön die Dinger weg, die Halbwände. Ja, danke auch für nix hier, echt mal. Ich mache das erstmal so und dann. Und dann machen wir das schöner. Ne? Ich mache das jetzt mal hier, wie gesagt, so. Machen wir einfach so jetzt. Dass er hier keine. Ja, so. Dann hier auch mal die Tapeten wieder, ne? Muss man ja wieder alles nachmachen hier. So. Der auch noch. Dankeschön. Jetzt machst du mir wieder überall hin. Das wollte ich eigentlich auch nicht haben. Na gut, hier passt ja, das ist gut. Und da oben, das ist eigentlich egal. Da könnte man... ne, da würde ich aber weiß machen. Da würde ich weiß machen. Ich mache das jetzt mal mit Alt. Da kann man nur eine Wand einfärben. Ich glaube, das ist besser. Natürlich brauchen wir dann hier auch noch... das weiße Dingens. So, Basiswandkrone. Ja. Richtig. Richtig, richtig. So, jetzt machen wir hier noch die letzten Dinger einzeln am besten. Und dann hat das alles seine Richtigkeit hier. Sehr gut. Und da machen wir jetzt aber trotzdem ein Glasdach hin. Das wollte ich damit sagen. Aber wir machen da mehr so ein Oberlichtglasdach hin, oder? Let's do this. Wir machen da mal so ein halbes Giebeldach. Das finde ich ganz schön. Und das machen wir ganz schön flach. Tun die Enden da reinziehen. Enden, nicht Enten. Ente, 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 Ente. So, und dann machen wir das gleiche Spiel hier auch nochmal. Müssen wir mal gucken, wo da unten drunter unsere Räume sind. Aber die überstrahlen wir eh, deswegen. Ich das mal so machen. Und dann machen wir hier aber noch ein drittes. Drittes, oder? Nicht so gut. Ich hätte schon gern viel Licht da oben drin. Aber wenn das so rumzickt hier, das müsste schon irgendwie gleichmäßig sein, dass man hier auch ein Kästchen Abstand hat. Ja, man könnte die Dinger, wie machen wir das denn? Wenn wir das hier 3, 2, dann könnte man das auch so machen. Ich probier mal was aus hier. So. So, und dann Shift kopieren, ne? Sieht das mal komisch aus. Ist es auch. Jetzt kommt das Glasdach drauf. Und jetzt, ne, ist es auch hier nicht durchlässig. Das kann man umgehen, indem man dann jetzt das Raumtool nimmt und dann mit Steuerung gedrückt haltend das hier wieder entfernt. Ne, wie ein Raum aufziehen, nur Steuerung gedrückt halten dabei. Und dann ist es offen und ist es trotzdem ein abgeschlossener Raum. Wir haben weiterhin schönes Licht, aber es ist nicht so. Ja, es ist ein komplettes Glasdach, sieht doof aus wegen diesen Wänden da, ne? Aber wir haben es mal gepackt hier, wir haben es mal gepackt. Können es jetzt auch so machen.
Das könnte man dann so verbessern. Hier müssen wir eh nochmal gucken, wegen der Raumbreite. Das ist hier noch ein bisschen doof gemacht. Wegen dieser Rückseite, die ich noch gestaltet habe, ne? Mal gucken, ob wir die dann vielleicht am besten so machen, dass man da noch zwei Kästchen Platz hat. Ist immer ganz gut, hinten so eine Nische. Ich würde da, in echt würde ich da die Dusche reinmachen. Aber 4-Kästchen-Dusche gibt es leider nicht in Sims. Das wäre so cool. Ja, aber so ist mal in Ordnung. Dann haben wir da ein bisschen mehr Platz für das Bad. Okay, und oben ist es dann auch passender. Zahlen wir das jetzt? Ne, da haben wir auch den Rand. Das ist perfekt. Ne, dann steht es hier auch nicht mehr über, sondern ist wirklich über dem Raum auch. Ja, let's do this. Hier muss auch nochmal die Farbe ergänzt werden. Soll ja auch schön aussehen. So, und da hat es auch wieder die Farbe weggemacht. So. Sehr gut. Doch, so passt es doch, oder? Ist doch nice so. So ist doch nice. Hier fehlt auch noch was. Es wird voll hier. So, jetzt ist es aber wieder richtig. Jetzt ist es richtig. Dankeschön, liebes Spiel. Thank you, thank you. Jetzt gucke ich hier nochmal rein, weil da haben wir jetzt so eine Lücke drin. BB.MoveObjects. Ja, an so einem Dach kann man sich lange aufhalten. Aber ich möchte unbedingt das Licht drin haben und fand das vorher auch nicht so ideal. Jetzt hat man das da und jetzt zieht man das. Das guckt da raus, voll blöd, ne? Man macht das einfach andersrum. So, dann guckt es nämlich da. Vielleicht guckt nicht mal raus, witzigerweise. Haben wir da hier irgendwas Helles? Haben wir da gleich das erste daneben? Oder nehmen wir das... Ist da wieder der Unterschied? Check ich wieder nicht. Was ist hier? Und dann haben wir noch... für mich das Gleiche. Komischer Scheiß. Wir nehmen das einfach. So. Und dann muss man so ein bisschen von der Seite, dass man hier die Höhe richtig gleich einstellt. Jetzt gucken wir mal, ob das aufgeht. Wenn nicht, wie es aussieht, dann müssen wir eins tiefer setzen. Das macht aber auch nichts aus. Packen wir das eins ein bisschen tiefer. Dass es nicht flaggert. Flickering. Merkt kein Sim, dass hier zwei übereinander sind. Sehr gut. Und das gleiche machen wir jetzt auch da drüben natürlich. Damit es einheitlich ist. Auch hier würde ich wieder diesen Rahmen da nach innen machen. Dass man den nicht so sieht, weil von außen guckt man, glaube ich, eher auf das Haus. Und wenn es da oben ist, sieht man es eh kaum. Yay. It's okay, it's alright. Langsam wird's hier, oder? Wir müssen auch noch die Dächer einfärben, sehe ich gerade. Das machen wir auch. So, haben wir die auch noch eingefärbt. Und dann können wir da auch noch mal gucken, ob wir da nicht vielleicht sogar so eine Umrandung drauf machen. Dann hat es ein bisschen mehr Form. Und es sieht eher aus wie die Halbwände auch oben drauf, ne? Yes. It's amazing, würden die Entwickler sagen. Wieso ist jetzt da schon wieder das Braune da? Echt mal. Will ich nicht haben hier. Ne. Dankeschön. So, jetzt stimmt's aber, oder? Ja. Brauchen wir da noch so eine Leiste, dann nehmen wir die da oder nehmen wir die flache. Die flache ist, glaube ich, besser, ne? In dem Fall. Oder so eine hervorstehende, hat es ein bisschen Dynamik. Ich würde, glaube ich, echt die flache nehmen in dem Fall. Ich mache das auch wieder mit Shift, dass nur die eine Seite hier komplett, ne, und nicht irgendwie aus Versehen automatisch irgendwas anderes hier auch noch beleistet wird. Ja. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. So muss das auch sein. Okay. Jetzt haben wir das geschafft. Sehr gut. So, jetzt habe ich noch ein paar Kommentare. Und zwar, was habe ich denn als erstes? Also, sagen wir direkt mal zur Küche. Ich würde sagen, wir machen erstmal das andere. Was ich mir noch überlegt habe. Und zwar gibt es aus dem Großstadtleben, ich weiß immer nicht, wo die drin sind. In irgendeiner Deko-Kategorie. Diese Streben da, die ich so gern habe. Das sind so tolle Strukturelemente. Wo seid ihr denn? Komm, zeigen. Zeigen dich. Zeigen dich. Wo bist du? Wo sind die denn? Hallo? Schon wieder drüber gescrollt bestimmt, ne? Verdammte Axt. Was sind die denn? Das sind so drei Dreierstreben-Dinger da. Drei verschiedene Höhen. Da sind sie noch. Ja, wir brauchen natürlich die höchste. Das ist nicht die höchste, das ist die höchste. Ja, und die gibt es nämlich auch in so einem Holz, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber ich glaube doch nicht. Das ist schade. Dann nehmen wir die weißen. Ich dachte, die gäbe es auch in so einem Holzton. Und packen die da hin. Statt einem Treppengeländer gibt es bei uns das hier. Ja. 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 Sieht es nicht so gut aus, wie ich gehofft hatte.
Aber ist okay. Für so ein halboffenes Treppenhaus. Dazu machen möchte ich das ganz ungern. Und da kann man das auch machen. Ich habe jetzt gedacht, die sind ein bisschen weiter auseinander irgendwie. Aber wir haben echt die höchste Wandhöhe. Das ist echt riesig. Muss ich das wirklich mal geben, wenn man da mit dem Sim reinhüpft? Wie groß das eigentlich ist. So, jetzt kommen wir zur Küche. Könnt ihr gerne dazu was schreiben auch natürlich, ne, wie ihr das findet. Und ja, dann gucke ich danach. Sehr gut. Wir machen jetzt die Küche weiter. Ich mache erstmal die Kommentare von euch. Upsi. So, Soßenhalbwand. Ich habe notiert. Ja, dann gucken wir mal rein. Da haben wir doch auch in der Deko. In der Deko, nicht in den Tieren. In der Deko, nicht aus Großstadtleben. Ich glaube, die sind aus coole Küchen auch. Mal gucken, ob die da drin vorkommen. Oh, wir haben auch noch diese Chili-Dinger, die sind auch so geil, die nehme ich so gern. Die nehme ich so gern. Kann man die nicht? Haben wir auch oben drauf. Aber die würde ich vielleicht ein bisschen kleiner machen, oder? Ja, die sind ein bisschen fett. Das sind riesen XXL-Chilis hier. Die gibt es auch in anderen Farben, wissen viele gar nicht. Ja, muss es manchmal nur probieren, ne? Und da geht nur eins oben drauf, oder was hier? Was ist denn das für ein Regal? Packe ich da noch eins hin. Sodala, wo sind meine Soßen? Ich will die Soßen gerne haben. Die sind so schön. Das stimmt wohl. Das fehlt noch so ein bisschen. Und das passt hier ganz gut dazu. Einmal zu der Bar und einmal zum Kochen. Ich gehe jetzt mal direkt in coole Küchen. Komischerweise ist coole Küchenkrams irgendwie ein bisschen fehl am Platz hier, ne? Man ist hier in Deko und es ist kein nix da. Wenn man in alle Anzeigen geht, ist es doch dabei. Oder ist das nicht aus coole Küchen? Ist gar nicht aus coole Küchen, verdammt. Sind die da? Ach, die sind bei Sonnenterrassen, glaube ich, ne? Ja, Chakalaka. Soße. Am besten ist es oft, wenn man wirklich nach den Packs geht. Oh, das war noch eins von den ersten Packs. Die haben noch, die erfordern noch größere Slots. Aber zur Chili-Soße kann man da doch trotzdem jetzt hier nochmal so, zu den Chilis kann man hier nochmal so eine Soße dazu packen. Das sieht ja ganz gut aus. Der Scharfesser sitzt hier. Ja, und jetzt gucken wir da oben weiter. Und da habe ich was in den Blick gefasst. Ich habe zwei Ideen, sagen wir mal so. Wir machen einmal das mit denen. Ich gucke mal, wie groß die werden. Das könnte gerade noch so hinhauen, aber leider nicht so ganz. Eieiei. Das wäre so geil gewesen, Mann. Sieht man die oben drüber? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, die gucken da raus. Das kann man nicht machen dann. Ach, schade. Die wären zu gut gewesen. Aber wenn man die in den Schrank reinplatziert, die sind trotzdem ein bisschen zu groß dann, ne? Ja, da kannst du es nicht machen, weil da offene Schränke sind. Dann zieht man da durch die Schränke durch. Das wäre blöd. Ich dachte, man könnte das irgendwie da oben so hin machen und abwechseln dann mit. Aber die sind zu groß einfach. Und die Kleinen sind zu klein. Ja, abwechseln mit Hashtag Grün. Dann machen wir vielleicht nur Hashtag Grün. Mal gucken, wie das aussieht. Da gibt es ja das schöne Hashtag Grün. Oh, das ist aber dunkel. Dass man da so reinsetzen könnte. Und das ist von der Höhe her passend. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen komisch. Sieht auch wirklich ein bisschen komisch aus. Aber wir probieren das mal, ob wir das da hinkriegen. So. Flackert es auch nicht mehr, ne? Sehr gut. Weil ich fände das irgendwie, man muss die Höhe irgendwie ausnutzen. Und durch dieses, ich finde, das hat einen modernen Touch, wenn man das da oben hat. Man müsste das vielleicht noch so ein bisschen abgrenzen, mit diesen Leisten eventuell wieder, dass wir die nochmal aufgreifen. Oh, die sind auch ein bisschen zu schmal. Wenn man die da reinmacht, ich weiß es noch nicht. Wir müssen einfach mal gucken. Let me ein bisschen rumspielen hier. Aber man könnte das doch durchaus so machen, dass es nicht runterkrümelt, ne? Ah. Ist nicht runterkrümelt. Yay. Ja gut, da unten ist offen, aber das merkt kein Sim, ne? Wie sieht denn das aus? Was sagt ihr denn dazu? Ist ein bisschen zu viel, ne? Bisschen zu viel ist gut. Und jetzt haben wir wieder alles voll zugekleistert. Ich meine, ich fand das jetzt irgendwie gar nicht so schlecht mit diesen Leisten. Also irgendwie müssen wir das einbauen. Ich weiß nur nicht, ob es in der Küche der richtige Platz ist dafür. Ne? Das ist wieder diese Geschichte hier. Ich fände das ganz nice, wenn man das so macht. Ja, man muss das irgendwie ein bisschen extravaganter machen. Das ist wirklich eine Villa. Das ist ja echt eine Villa. Aber es ist so ein bisschen too much jetzt, ne? Ja. Ist das wieder complicated hier mit dem Spiel. Ja. Wir können auch mal gucken, ob wir vielleicht das nur bei jedem zweiten irgendwie so machen oder so. So ungefähr. Dass man da vielleicht kann man auch noch ein bisschen
bisschen Rücken, damit noch das gleich viel ist. Ich hab Rücken. So, und dann mal irgendwie gucken, dass wir da oben nochmal was Holziges reinpacken. Ja, das betrifft natürlich dann die ganze Wand. Ne? Jemand hat auch geschrieben, vielleicht so ein Mintgrün oder sowas. Ja, das würde auch gehen. Das ist schon ein schöner Ton auch. Ne? Oh, dieses Holz ist auch geil. Oh, wir mixen das aber jetzt zu viel. Wir müssen aufpassen. So ein Mintton. Sollen wir sowas noch mit reinpacken? Also ich mag diesen Cremeton halt total irgendwie, muss ich sagen. Aber es stimmt, es ist natürlich ein bisschen einfarbig. Ja. Vielleicht könnte man da auch wirklich irgendwie was Grünes oder so nehmen. Was Kräftigeres aber dann. Ja, mal überlegen. Ja, den Rest haben wir ja dann in diesem Gelb. Und das für Grün. Das ist kein Grün. Vielleicht irgendwie sowas. Tja, ja, schon, das ist schon so ein Mintgrün, oder? Minzbonbon. Finde ich gar nicht so schlecht jetzt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es mir da nicht zu viel ist. Eieieiei. Man müsste da noch so ein paar mintfarbene Details oder so machen. Man kann das auch immer ganz gut mit so Stühlen oder so machen, wenn da die Farbe wieder auftaucht, hier. Na, dann könnte man das mal so probieren. Witzigerweise gibt es hier gerade diese Farbe. Das ist so eine ähnliche Farbe. Na, dann machen wir das mal. Probier das mal mit dem Ton und das sollen wir lieber den nehmen. Ich glaube, der ist passender, ne? Ja, das könnte man so mal irgendwie... Mir gefällt das mit der Leiste nicht so arg, muss ich sagen. Das ist noch so ein bisschen ein Dorn im Auge. Die gibt es dann noch in Grau und in Schwarz. Aber das macht es auch nicht wirklich besser. Es sieht halt so schwer aus da oben, weil es halt direkt da drauf liegt, ne, quasi. Auf diesen Schränken. Es müsste lockerer sein. Ich probiere mal was anderes aus. Ich mache mal die Leisten wieder weg. Das hätte halt dann seinen Rahmen gehabt. Ich probiere die mal kleiner zu machen, aber da ist auch wieder das Problem. Wir haben dann den Schatten da, ne, von den Dingern. Das ist so dann das Blöde da dran wieder, ne? Das ist so das Blöde dann. Ich hätte es so schön gefunden, hätten wir da oben was Tolles gefunden. Ja, jetzt muss ich schon sagen, also mir gefällt es irgendwie ohne besser. Ist trotzdem wieder kahl, aber man könnte das durchaus so ein bisschen fortführen noch. Was könnte man denn da oben noch hinmachen, außer so Wandgrün? Vielleicht finden wir auch ein anderes Grün irgendwie. Vielleicht können wir auch sowas irgendwie reinmachen. Die sind alles so düster, ich weiß. Aber dass man irgendwie nochmal so eine Leiste oder irgendwie, ne, irgendwie was reinmacht noch. Wäre schon schön irgendwie. Nochmal so ein bisschen Deko, irgendwas. Ja, es ist halt echt schwierig. Also mit dieser Küche bin ich ein bisschen auf Kriegsfuß hier, muss man schon sagen, mit der Wandhöhe. Vielleicht irgendwie sowas. Das ist irgendwie auch nice, oder? Wieso sind denn die so arg düster? Das kann doch nicht sein. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Irgendwas ist doch in diesem Raum hier ein bisschen scheiße. Vielleicht liegt es auch in diesen Lampen, die nach unten strahlen. Die müssen wir eh noch umtauschen. Daniel verreißt die ganze Küche wieder. Ja, das sind die Schränke so in der Mitte. Das war auch eine tolle Idee von euch übrigens. Dankeschön. Ja, ist natürlich besser, wenn die Griffe in der Mitte sind. Das sieht aus, wenn man die so aufmachen könnte, so richtig. So nach außen. Ja. Ja, also ganz komisch, warum das Ding da oben so düster ist. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Sims-Welt nicht mehr. Es ist schon eine Geburt wieder hier, ne? Schon eine Geburt. Ja, die werden auch nicht wirklich heller, ne, wenn man da was drüber hängt. Wieso ist denn das so? Wisst ihr das? Wisst ihr Bescheid? Oh, die hätten auch was. Nur die müssten jetzt in diesem eher beige-Ton wieder dabei sein, ne? Könnte man sowas noch irgendwie dazwischen... Gibt es da schönere? Ja, so eine Beleuchtung. Wieso nicht? Mann, lass so eine Beleuchtung rein. Am Rand auch nochmal. Ah, müssen wir noch ein bisschen hier ausrichten, aber... Passt schon mal ganz gut. So, und der Abzug kommt auch weg. Ich mache das jetzt mal weg, dann ist wieder ein bisschen schummriger. Ich mache mal hier das Licht rein. Ja.
Hat schon was, oder? Hat schon was. Ich meine, man muss ausprobieren. Es geht nicht ohne. Sonst baut man immer gleich. Auch wenn man sich, ja, ein bisschen davor sträubt, will ich damit sagen, sowas anzugehen. Man muss es wirklich ausprobieren. Ohne ausprobieren gibt's nichts Cooles. Dann baut man immer gleich. Dann macht man immer das Gleiche. Man muss neue Sachen ausprobieren. Man muss gucken. Man muss ein bisschen frei denken. Ja, einfach gucken. Oh, da gibt's auch einen Regenbogenbaum. Das wusste ich noch gar nicht. Wie cool. Ja, witzig. Wusste ich auch noch nicht, ne? Wirklich. Habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Zumindest habe ich es nicht mehr in Erinnerung, falls doch. Ja, aber so Kitsch-Zeugs machen wir da jetzt nicht mehr ran. Wir können noch mal gucken, ob wir da irgendwie sowas noch finden mit... Dass man da noch ein bisschen dieses Türkis wieder reinschwappt und da noch gleich mal so ein bisschen Lichtchen auch noch reinmacht. Das könnte man noch machen, aber ansonsten will ich das mal so lassen. Jetzt kommen mal meine Lampen wieder zurück. Jetzt müssen wir das mal richtig ausleuchten hier. So. So, da la. Ja, jetzt ist auch schon ganz gut soweit. Also es hat irgendwie was mit dem Wind, das stimmt. Aber so ganz, ganz geheuer ist es mir noch nicht. Wahrscheinlich liegt es wirklich dran, wenn wir das jetzt mehr einrichten, dass es dann wirkt. Aber, ja. Mülleimer. Daniel, nicht vergessen hier. Nee, nee. Nicht vergessen hier. Wir machen da einen schlichten, würde ich sagen, aus Metall. Auch wir haben so viel Metall in der Küche. Mother and Wild and Wood und Daniel macht eine Metallküche. Ja, auch überlegen, vielleicht können wir da irgendwie noch einen anderen Ton oder so. Einen warmen Ton oder einen blauen Ton. Das passt auch nicht so, ne? So ein braunen Ton, der passt natürlich auch, ne? Wegen den Schränken. Auch nicht schlecht. Ist halt eher die schlichte Variante, die einfarbige Variante. Ist immer so ein Battle auch. Manche mögen es da ein bisschen knalliger und andere sagen, nee, mach das so schön dezent und Erdtöne und so. Und die anderen Mint, hau rein. Hau rein, hau rein. Ja, das geht mit der Leiste natürlich nicht, aber ich guck mal nach den Farben so. Das ist eigentlich ganz spannend, wenn man das so ausprobiert, finde ich. Uiuiui, oh, das ist wirklich Augenkrebs. Ja, sowas könnte man auch machen, aber diese Strukturtapeten sind eigentlich auch nicht so mein Fall. Persönlich. Oder man macht sowas, es ist eine Fliesenwand, ne? Das kann man in den Küchen durchaus auch machen, aber weil die jetzt auch gerade zu hoch ist, würde ich das auch jetzt eher nicht machen. Das wäre halt eher die schlichte Variante und das ist schon krass, ne? Das ist schon krass. Geht's da irgendwie ein bisschen dezenter und vielleicht so mehr an das Pastellige oder so, dass man sowas macht. Ich bin da echt so ein bisschen am Hadern damit. Da muss ich mal eure Kommentare abwarten. Aber ich finde das ein bisschen, ich fand das gerade ein bisschen zu krass. Ja, es sind beide krass. Das leuchtet auch sehr, sehr stark. Na? Ja, durch die Lampen so oder so. Eieiei. Ja. Aber ich finde das ganz cool, weil die haben auch das Braun dann da mit drin und dann haben wir das Mint noch als Highlight-Farbe. Das ist jetzt halt wirklich die Frage, Leute. Wollt ihr das Mint haben oder nicht? Bitte mal schreiben. Schreiben oder für immer still bleiben. Nein. So, wir holen uns mal einen Esstisch. Wir müssen mal was anderes angucken. Guck mal hier, schöne warme Lichtecke hier. Da kommt der Esstisch rein. Oh, das Fenster ist noch falsch. Hier muss noch eins höher, ne? Ja. So, da ist jetzt auch wieder die Sache. Wir haben eine Holzwand hier. Jetzt müssen wir mal gucken. Oder wir machen die auch nicht mit dem Holz, sondern eher mit dem. Ja, jetzt mal gucken, wie das aussieht. Wenn wir das vielleicht so machen. Und dann können wir nämlich wieder ein Holz... Man könnte auch mal probieren, wie das aussieht, wenn wir den Holzboden hier verlängern. Muss ja durchaus nicht... Nee, das ist mir zu viel Holzhaus dann. Nee. Es soll schon modern sein. Das ist mir so ein bisschen Widerspruch, finde ich. Man muss es halt gut kombinieren. Das ist die Schwierigkeit. Aber wenn man da jetzt so ein Holz... Die sehen automatisch ein bisschen... Das helle Holz sieht auch immer ein bisschen billig aus, ne? Weil helles Holz ist ja in der Regel billiger. Wobei man heute eh alles mit Farben, mit Lacken und so. Aber da müsste eigentlich schon dieses Hellholz rein, weil das haben wir jetzt überall genommen. Ich finde den jetzt auch nicht schlecht, das Holz, aber es weiß. Und der sieht jetzt auch relativ modern aus durch diese Glasplatte.
aber ist trotzdem irgendwie... Ich hätte gerne so einen richtig schönen Holztisch. Wisst ihr, wie ich meine? Mit so einer richtig schweren Platte. Und irgendwie, ja, ich weiß auch nicht. Der ist auch richtig cool. Gibt's den? Oh, den gibt's auch in so einer Fall. Ist gut. Dann könnte man das so ein bisschen rüberschwappen lassen. Weil das ist ja eigentlich schon ein Raum. Dann könnte man das so ein bisschen darüber schwappen lassen. Wir haben dieses Grau mit drin vom Metall. Weiß ist der natürlich auch ein Highlight. Müsste man gucken, welche Stühle man nimmt und entsprechend dann entscheiden, glaube ich. Ich will mich echt mal an das Holzthema ranwagen. Und modern und weiß, ne? Ich würde dann eher, wenn wir so einen schnörkeligen Tisch haben oder so, ne? Nicht ganz geradlinigen, würde ich auch weiße Stühle dazu nehmen. Die aus Jahreszeiten könnten da ganz gut passen. Weil die sind relativ schlicht und haben trotzdem auch wieder diesen Metall-Look, den wir jetzt da überall so haben, mit drin. Und es ist halt dann weiß. Man könnte es natürlich auch umdrehen, aber ich glaube, dann wirkt es konfuser. Wenn wir das so rummachen, geht auch. Aber es ist mir ein bisschen zu schlicht auch, muss ich sagen. Und das Gold bei den Stühlen gefällt mir da gar nicht. Deswegen mache ich es mal so. Ja, und jetzt kommt wieder der schlimmste Teil. Wir haben die höchste Wandhöhe. Man kann eigentlich nur diese Lampe nehmen. Zum Glück finde ich die gut. Und da hat man auch, glaube ich, sogar eine Mint-Variante. Sehr gut, ne? Mint hier, Mintgrün. Gibt es da nicht nochmal was anderes? Nochmal mit Mint gibt es auch mit... Genau. Ja, dann nehmen wir das, weil das ist cremefarben und Mint. Perfekt. Perfekt. Weil man hat sonst keine Lampe, die weit runter genug runterhängt. Wir brauchen jetzt noch ein bisschen Deko, sonst kann sich da wieder keiner vorstellen. Also wir haben hier sowas, die finde ich richtig nice. Muss ich echt sagen. Also die sind schon cool. Die würde ich, glaube ich, nicht nur fürs Kinderzimmer irgendwie verwenden. Schade, dass die ein bisschen zu groß sind, wenn man die vergrößert. So gerade die Wandhöhe, das wäre natürlich genial. Das wäre genial. Also da könnte man auch einiges mitmachen mit diesen Dingern. Das wäre so ein bisschen was, na? Das könnte man auch hier vielleicht verstecken. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Dass man das vielleicht doch wieder irgendwie, ich weiß nicht, so ein bisschen schlichter macht und da dann halt dafür die Bäumchen irgendwie hinhängt. Müssen wir uns mal angucken jetzt hier, ne, wie das aussieht. Dann hätte man dadurch das Verspielte. Das wäre auch noch drin. Das sieht so ein bisschen kitschig aus, ne? Ach, ich bin zu unentschlossen heute. Das ist wirklich, wirklich schlimm. Also Mint und Bäumchen geht nicht. Aber die Wand knallt halt schon rein, ne? Eieieiei, wie will ich es denn? Ich weiß es echt nicht. Ich bin da wirklich hin und her gerissen. Ich möchte jetzt hier so ein schönes Apfelbild oder irgendwie so. Es gibt keine schönen Apfelbilder. Nee, da muss jetzt irgendwas Modernes auch wieder rein. Das ist Modern auch wieder. Und, oh, das ist auch gut. Oh, das ist auch gut. Wenn wir da nochmal so was Mintfarbenes reinkriegen könnten. Ja, das wäre, glaube ich, das Einzige dann, ne? Ja, ich glaube, diese Pflanzen da. Ein bisschen gucken. Weil die sind weiß und Mint. Das Blau haben wir jetzt da so wieder nicht drin. Aber ich würde es trotzdem ganz gerne mal probieren. So, ich brauche jetzt aber erstmal ein paar Pflänzchen. Sonst wird das wirklich nichts mehr hier, ne? Ich kann mir das auch nicht vorstellen ohne Pflanzen. Da müssen irgendwie Pflanzen rein. Ich will sogar so eine Palme mit so einem Ding hier. Ich will es jetzt nicht übertreiben, aber wir müssen da irgendwie so ein Ding da reinstellen. Da muss ein bisschen was her machen. Da hinten in der Ecke haben wir eigentlich voll viel Platz dafür, ne? Voll der Platz hier. Ja, da muss irgendwie sowas rein. Dann können wir noch diese schöne Palme nehmen aus dem Update von dem Karibik-Dings. Wo ist es denn jetzt? Wo ist mein Palmchen hin? Da ist es doch. Hier, mein Palmchen. Das gibt es, glaube ich, sogar auch. Nee, es ist blau gewesen. Okay, dann nehmen wir da den weißen. Das ist kein Problem. Ich will da jetzt keinen Urwald oder so draus machen, aber ich möchte schon irgendwie, können wir den Darm vielleicht auch so nochmal ein bisschen als Raumtrenner nutzen. Wobei, da läuft man eher, ne? Das ist so ein bisschen Flur... Das stellt mir eigentlich nichts hin. Ja, ich würde, glaube ich, die doch austauschen, weil ich finde die filigraner. Ja, die ist natürlich kleiner auch, aber vom... Von der... So. Die ist irgendwie cooler. Ich finde die richtig cool. Mal gucken, ob wir da nochmal eine hin... modeln. Ist denn dieser Raum so düster? Sagt mal ganz ehrlich, das kann doch nicht wahr sein. Ist das, weil das Licht vielleicht von da drüben rüberkommt, beziehungsweise die Dunkelheit
Der Raum ist echt mega groß, ne? Verdammt. Aber irgendwas stimmt doch da nicht in dem Raum. Die sind doch nicht so grell. Ach ja, das liegt hier wieder bei... Wenn ich in der Nacht bin, guck mal. Da werden die heller jetzt wegen dem Licht. Wegen dem künstlichen Licht. Aber wieso sind die denn bei Tag so sehr düster? Ich habe echt extrem viele Lampen da auch drin. Und die werden irgendwie nicht heller. Irgendwas ist doch da kaputt. Irgendwas ist doch da kaputt hier. Was habt ihr kaputt gemacht hier oder was? Vielleicht müsste ich doch nochmal so eine Lampe da drin verstecken. Ich weiß es echt auch nicht. Die werden aber gar nicht heller. Was soll denn das hier? Was soll das denn? Ich will das aber haben, so. Ja, mit Küchenschränken bin ich eher auf Kriegsfuß. Also, ich weiß es auch nicht. Ja, also ich denke, das wird jetzt hier so langsam. Das mit dem Holz, je länger ich es angucke, desto weniger gefällt es mir, weil es doch irgendwie ein bisschen anderes Holz ist. Sollen wir da doch vielleicht was Schlichteres dann machen, wenn wir das für eine knallige Küche haben? Ich bin echt unzufrieden. Also, ich bin wirklich unzufrieden mit dieser Wand. Ich muss es irgendwie sagen. Ich finde das irgendwie geil. Aber es ist mir irgendwie zu viel. Ich wüsste aber auch nicht, wie ich es abtrennen kann. Wenn man da nur so einen Streifen, kannst du da hinten irgendwie auch nicht machen, ne? Das ist auch irgendwie komisch. Wenn es irgendwie so macht, aber das ist auch wieder so... Eieieiei. Wenn man es da macht, dann denkt man auch, hä, wieso habt ihr die so gestrichen? Habt ihr da keinen Platz mehr gehabt, oder wie? Das ist auch so ein Ding irgendwie. Ja. Und da passt es halt voll gut mit den Fenstern. Da würde ich das, glaube ich, nicht so rum machen. Das könnte man nämlich auch noch machen, dass man es so rum macht. Es ist eigentlich weiß und Holz, ne? Es ist eigentlich nicht... Es ist eigentlich nicht, ja. Ich probiere das mal, dass wir die hier vielleicht mal weiß machen. Ja, ich glaube, so ist es am besten. Dann ist das ein bisschen lockerer, ein bisschen heller noch. Und dann können wir gucken, ob wir die Lampen da nicht auch noch... So, ob wir mintfarbene Lampen kriegen. Das wäre da noch gut. Ich glaube, da müssen wir in Grün rein. Beleuchtung, Wandlampen. Da sind wir doch wieder bei denen da, ne? Ja, da gibt es nicht viel hier. Da müssen wir eigentlich die nehmen. Aber die sind wieder zu grell eigentlich, ne? Aber das ist schon der Farbton auch, muss man schon sagen. Ja gut, ich gucke es mir mal an. Ja, das ist schon ein bisschen riesig, die ausstehst. Mach die auch mal vielleicht kleiner. Aber das mit dem Licht, das kotzt mich echt an in diesem Raum. Also ganz ehrlich, selbst die sind ja voll dunkel. Wieso sind die so dunkel? Kann mir das echt mal jemand sagen, bitte? Ist doch nicht normal. Oder bin ich heute im Dunkelmodus und habe meinen Bildschirm falsch eingestellt oder was? Mir kommt das so dunkel vor alles. An der Wand. Das ist auch richtig schön dunkelgrau. Wieso denn? Wieso denn? Wieso? Wieso du machen? Wieso du machen so? Ja, das Witzige wäre jetzt halt hier, weil die gehen direkt dahinter, ne? Könnte man auch probieren. Da oben muss ja irgendwas hin. Da muss ja irgendwas hin auch. Da kann er nicht so bleiben. So locker luftig. Mir gefällt es irgendwie nicht. Was hat man da oben dran? Was hat man denn da oben dran? Es wird irgendwie immer schlimmer. Was hat man oben über Küchen, die in sehr hohen Bäumen gebaut werden? So rum gefällt es mir ganz gut. Aber wenn man dann diese Wand anguckt, dann denkt man, ich glaube, das liegt auch wirklich irgendwie so ein bisschen an diesen Hängeschränken, oder? Keine Ahnung. Muss ich sagen, es gefällt mir doch mit dem Gelb auch ein bisschen besser wieder, mit dem Beige. Mit diesem, ja. Ja, wir lassen das, glaube ich, belassen das bei den Highlights und diesem Bild. Und jetzt gucke ich mal, ob ich da noch irgendwas... Ja, irgendwas Blaues noch mit reinkriege in diese Küche. Ich weiß da noch überhaupt nicht was, aber vielleicht ein Vorhang oder irgendwie. Da gibt's nämlich viele Blaue. Ist hier da irgendwas noch... Gibt's doch auch... Moment mal, da gibt's doch diese hohen da. Aber da haben wir, glaube ich, keinen Blauen, ne? Weil das bringt auch mal ein bisschen Wärme rein, so ein Vorhang natürlich. Aber der ist mir ein bisschen zu bunt. Der würde farblich sogar ganz gut passen.
Der ist mir aber ein bisschen zu verspielt auch. Wo ist denn der höchste da? Das ist doch der hier, ne? Man könnte das vielleicht so ein bisschen hintricksen, dass das aussieht. Ja, warte mal hier, ne? Dass man das so irgendwie macht. Ja, das sieht das aus, wie wenn die da wirklich vor den Fenstern wären. Mal andersrum, so. Oh Gott, das sieht gar nicht gut aus. Wir sind jetzt hier nicht in 1001 Nacht hier, oder? Heute ist echt eine Challenge, Leute. Also heute ist, muss ich wirklich sagen, hier. Ich hader da echt gerade mit mir. Jetzt tue ich sogar schon Kindervorhänge hier raus. Die sind auch alle zu tief. Da müsste eigentlich so ein hoher genommen werden. Da würde ich dann aber auch wieder einen schlichten, wenn dann nehmen. Da müsste man eigentlich den weißen dann auch nehmen, ne? Ja, ja. Weißen hier. Braucht man eigentlich ja auch nicht in der Küche unbedingt, ne? Das ist auch wieder so eine Sache, dass man da eigentlich gar keine Vorhänge braucht. Aber es hat irgendwie was Edleres, sage ich jetzt mal. Irgendwie was. Es kosten ja auch ein Schweinegeld, so Vorhänge. Wenn ihr da noch keine Erfahrungen habt, glaubt mir, das ist wirklich unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass Vorhänge so viel Geld kosten, aber wenn ihr da mal welche kaufen müsst, dann wisst ihr, was das heißt, ja. Das ist echt nicht zum Spaßen hier. Ich finde das halt total toll. Also so Vorhänge machen total viel aus. Ich finde, die machen das Ganze total wohnlich. Und da kann man jetzt so richtig schön so hinfaken, wie wenn die da zusammengehören, ne? Weil so schmale haben wir ja nicht, wie die Fenster schmal sind. Da kann man die aber so ein bisschen reinfaken und dann sieht das aus, wie wenn die auch so ein bisschen verschoben worden sind. Weil kein Vorhang ist ja kerzengerade irgendwie genau auf der Linie, auf der Kante. Deswegen finde ich das ganz schön. Man könnte sogar noch gucken, ob wir die nicht sogar hinter den Fernseher da noch fortführen. Das hätte irgendwie sogar was, finde ich. Das, der Fernseher ist auch das Fenster zur Welt hier. Na, das ist irgendwie, das sieht irgendwie stylisch aus. Wisst ihr, wie ich meine? So ein bisschen. Ja, man hat auch wieder was Wiederholendes. Was auf der Seite ist und auf der Seite des Raums, dann macht das so ein bisschen. Ja. Jetzt gucken wir hier nochmal, ob wir da nicht doch nochmal einen schöneren finden. Da gibt es nämlich auch einen, glaube ich, aus Jahreszeiten, ne? Man ist ja immer so ein bisschen verfahren auch. Wenn man. Hat das nicht in Jahreszeiten? Und es gibt auch den hier noch. Der ist nämlich auch ganz schön. Der ist halt schlichter. Der ist halt schlichter. Aber der ist auch richtig geil. Der ist so ein bisschen knackig auch, finde ich. Der hat so ein bisschen Loft-Stil. Ah, ist auch gut. Dass hier so schön offen ist. Uiuiui. Das könnte man natürlich auch machen. Das würde auch gehen. Das wäre dann dieses cremefarbene ein bisschen mehr wiederholt nochmal, ne? Ich würde aber, glaube ich, hier auch die Wand dann weiß machen, damit es nicht zu viel wird. Wieso ist denn diese schön beleuchtet, diese Wand? Die ist richtig schön und die hat irgendwie so blub. Das ist nicht so gleiche Tapete oder was? Das glaube ich aber voll. Ach, das ist die gleiche. Ja. Das ist irgendwie komisch, ne? Die Wand sieht auch 10-mal schöner aus. Was ist denn da jetzt anders dran? Manchmal bin ich echt, also, da bin ich, glaube ich, auch schlecht drauf oder keine Ahnung, ich weiß nicht, woran es liegt, eigentlich bin ich nicht schlecht drauf. Aber irgendwie denke ich dann, alles sieht scheiße aus, so vom Gefühl her. Und nachher denke ich, es wäre gar nicht so schlecht. Das ist so. Ja, aber ist mal ganz spannend auch, muss ich sagen. Jetzt gucken wir, ob wir da die auch noch irgendwie hinkriegen, da wird es nämlich schwierig. Ich glaube, das geht nicht. Ja, nee. Hier können wir da noch, ja, da können wir uns überlegen. Ich finde, da braucht man die nicht. Da hinten überlegen wir jetzt auch noch was Cooles in diese Ecken rein. Und ja, da würde ich sagen, machen wir heute mal einen Knopf dran. Da machen wir noch so ein WC oder irgendwie sowas rein. Kann man auch mal so eine schöne Holztür nehmen. Eventuell. Bisschen groß, ne? Ah, aber so irgendwie mal die Planung, das ist so ein Gäste-WC, ist ja auch viel zu riesig, dass man das so irgendwie macht. Ja, das wird schon. Ich bin da guter Dinge, ich habe noch jedes Haus irgendwie gewuppt, jede Challenge completed. Mit eurer Hilfe, also falls ihr Ideen habt, gerne schreiben, immer her damit. Haut raus, haut rein, was ihr wollt. Ich wollte eigentlich den anderen Vorhang, wie kriege ich den jetzt?
Will den anderen haben. Ist das der? Nee, der ist auch nicht. Jetzt findet man die Vorhänge nicht mehr. Der da ist es. Achso, der geht nicht weiter, weil da der Schrank ist. Aber der kann ja auch so ein bisschen zusammengebauscht sein. Da ja gut, oben hängt er trotzdem rein. Nee, dann machen wir das nicht. Warte mal so ein bisschen so. Ja, weil das Fenster war verdeckt. Ich hätte es gern offen gesehen noch. Ja, so ist gut. Schönes Abendlicht auch da hinten. Ist ein bisschen bunkermäßig hier drin, aber ich glaube, man hat so eine große Terrasse und so beleuchtete Schlafzimmer. Irgendwo will man auch ein bisschen geschützt sein. Sieht so toll aus mit den Palmen da hinten mit dem Licht. Alright, also soweit mal meine Küche. Wir müssen natürlich noch gucken, ob wir noch irgendwelche Details brauchen, diese Kochlöffel und so ein Krams. Aber das ist dann mal soweit. Ja, ist schade, ne? Wie lange man da rummacht und dann, aber es ist halt so. Und man muss dann auch damit irgendwie klarkommen. Ne? Es ist noch nicht zu spät hier für diese Wand da oben. Also falls ihr Ideen habt, immer her damit. Da bin ich sehr offen und freue mich auf eure Kommentare. Das war's für heute mit der Modern White and Wood Villa. Ich bin Daniel von SimFans.de. Daumen nach oben nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Oder natürlich dann jetzt noch bei einem anderen Video eurer Wahl, falls ihr noch mögt. Bis dann. Macht's gut. Ciao.